Ich habe eben Schaden gekriegt während der Unterhaltung, komisch. Ja, ich auch, aber ja. Soll's. Wir sind härter als das. Ich gehe links rum. Man hat mich auf mich geschossen, magisch. Gibt's euch auch auf Hörspielkassette oder so? Noch nicht. Bald. Aber vielleicht bald, genau. Ja, ich verabscheue mich dann mal für den Moment. Ich habe eurem Kanal mal hier, also dem TS-Kanal, mal so eine Aufnahme nicht stören hinzugefügt, damit ihr jetzt eure Ruhe habt. Sehr gut, vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Jo, tschüss, tschüss. Da ist jetzt die Frage, ob wir ohne Publikum auch so gut können. Wir können immer, du weißt doch. So, jetzt müssen wir nicht mit dem reden, oder? Besorgt einen Blitzbrenner bei dem Lieferanten. Ja, aber vielleicht... Ich war ja vorhin schon mal hier oben. Vielleicht kann ich das jetzt so irgendwo wegklauen. Nee, kann ich nicht. Müssen wir vielleicht doch mit dem reden, wa? Kann ich da oben... Kann ich da drauf? Juhu, ich kann hier rauf. Guck mal, hallo. Da unten, du kleiner Winzling. Hallo. Hier oben. Hallo. Rums. So, dann sprechen wir mit dem, wa? Das war dein NSC. Was? Du willst einen dieser gefährlichen Drinks? Bist du denn auch alt genug dafür? Faruk grinst hämisch und deutet mit seiner Krelle auf euch, wodurch seine Arbeiter euch auslachen. Ich denke schon. Sehe ich aus wie du, Riesenbaby? So, so, weißt du was? Wir hauen dir nun etwas auf die Birne und falls du wieder aufstehen kannst, dann darfst du dir einen Blitzbrenner nehmen, ja? Weiter! Oh, das Schwein! Verdammt! Gut, damit habe ich nicht gerechnet. Mit dem Schwein? Nee, ja. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Das arme Schwein. Der Stützhalter, der BH der Rampe quasi. FH, wenn dann. Ja. So. Diese verdammten Fässer. Meinem Mann kann man bald ins Lazarett schicken. Wieso muss man auch eine Freilichtbar direkt in den ersten Stock bauen? Warte mal. Das hatten wir schon. Du hast Glück, Ork. Ich verschwinde einfach. Ich habe heute schon genug Köpfe eingeschlagen, bin ebenso erschöpft. Ach so, nee, das hatten wir alle schon mal. Bin ja schon weg. Ja, genau. Haben wir denn schon unser... Schnappt euch den extrem starken Alkohol. Ja, bloß... Wo? Wo ist denn der extrem starke Alkohol? Hast du den schon? Nee, ne? Nee, aber hier liegt was. Warte mal. Ach, guck mal einen an. Ja, sehr gut. Ja, der bauchbürstende Blitzbrenner. Geil. Kommt zu Papa. Bauchbürstender Blitzbrenner. Füllt den Becher mit dem Wahrheitsserum. Wie heißt der hier? Bodyguard der Oberstübchen. Achso. Ich habe gerade Bodyguard der Bärstenden irgendwas gelesen oder so. Da. Mach mal rein da, bitte. Oh, schön. Tolot erzählt euch, dass der Winzling riesigen Durst hat und schlägt vor, so zu tun, als wäre Wasser in dem Becher. Ihr süßer Fratz, erfrischendes Wasser. Gierig greift der Kleine nach dem Becher und kippt das Zeug runter. Mach mal bitte. Sehr schön. Ihr meint, ihr könntet Flammen hinter den Augäpfeln des Drachlings hochlodern sehen, welche emsig sein Gehirn verbrennen. Autschen. Wie wahnsinnig schlägt er um sich und zerreißt sogar das Band, welches ihn gefesselt hat. Dann befühlt er sich den Magen und hustet wild. Ups, Verzeihung. Hab wohl die falsche Flasche genommen. Uff, was du haben gemacht mit Drago? Schlaff sinkt der Kleine zu Boden. Anscheinend ist er nun bereit zum Reden. Was suchst du hier? Spuck es aus. Suchen Kräuter für Lord. Lord sein böse krank. Alt und krank er sein. Die Krone fängt nun an, dunkel zu glühen. Anscheinend kämpft Drago mit sich selbst. Damals Kräuter hier wuchsen. Lange her. Nun alles kaputt. Drago ganzen Tag suchen. Nichts finden. Dann sehen Essen in Gitter. Lecker. Gitter dann zu. Keine Heilung für den Lord und gefangen. Schlechter Tag für Drago. Der Folterer ist also sterbenskrank? Interessant. Tolot steht neben euch und ist ganz außer sich. Er schreit die kleine Gestalt wild an und will wissen, wo zur blutverschmierten Streitaxt, sehr schön, ein Zugang zum Geheimversteck des Folterers ist. Wasserfall! Wasserfall! Drago nehmen Schlüssel und stecken in ein Loch. Puff!
Stein sein, weg und raus. Runterspringen und Heilung für Nord suchen. Gib mir den Schlüssel, sofort. Hier, ihr haben. Der Drachling überreicht euch ängstlich einen runden Gegenstand, der die Form eines Totenkopfes besitzt. Wollen frei sein. Drago kein Sklave. Drago hassen Lord in Wahrheit. Sprechen keine Lüge. Ja, gut. Mach's gut, ne? Brat schlagt euch mit Tolot. Ach du meine Güte. So. So, mein Freund. Jetzt ist es an der Zeit. Ihr werdet Lu noch glücklich stimmen, als er schon ist. Ihr werdet Jalbundurs kleines Reich aufsuchen und ihn endlich zur Strecke bringen. Jo, nichts lieber als das, ne? Langsam reicht es mir mit all den extra Wünschen. Achso, du hast schon nichts lieber als das gemacht, okay. Ja. Holt Bundurs Kopf. Ja, so möge es sein, ne? Und schaut, ob ihr die Streckbank finden könnt, mit der Lu's Arme penetriert wurden. Hat er gerade gesagt, dass seine Arme mit der Streckbank penetriert wurden? Da gibt es bestimmt eine Zeichnung für. Wieder in meinem Kopf. So, rausgeprügelt. Zerschlagt sie und bringt Lu diesen Teil seiner Vergangenheit zurück, damit er für immer mit dem Strecken abschließen kann. Möge der Kopf seines Peiniges und dessen zerstörtes Werkzeug ein Trost für Lu sein. Ich sage euch, die Feier eurer Heldentaten wird enorme Ausmaße annehmen. Ihr werdet eine Legende sein. Jo, ist mir eine Ehre, ne? Zwerg. Der Wasserfall. Der Waldläufer schaut grimmig um sich. Entschuldigt mich, Wolfskin, aber ich muss euch mit noch mehr Aufgaben belasten. Es ist nicht lange her, da sind die Glitzerkrambrüder durch den Wald gestampft. Ihr fragt euch, warum hier so viele Bäume herumliegen und abknicken. Diese beiden Riesen rammen sie um. Sie kommen zum Handeln nach Frühlingsfels. Es sind oder waren Parschner der Sporenbrut. Sie sehen edel aus und schmücken sich mit den tollsten Kleidern, welche sie jedoch irgendwo per gewieftem Handel oder eiskalter Abzocke ergattert haben. Unter der Fassade brodeln kriminelle Gemüter. Es sind riesige Halsabschneider. Sie treffen sich oft mit den Ratten auf der Moosbrücke am Wasserfall. Jo, und ich soll sie nur ertränken, wa? Besser ist das, Streiter. Ihr müsst so schnell wie möglich das Versteck finden und dieses Park steht euch im Wege. Außerdem schwimmen oft die Töchter der Oberstübchens in dem Wasser an der Brücke und ihr Vater macht sich ständig Sorgen. Dazu kommt, dass die Moosbrücke es nicht mehr oft genug ausgehalten wird, diese Mistkerle zu tragen. Es wäre zu schade um dieses Markenzeichen unseres Tals. Fürchtet euch nicht, diese Kolosse sind nicht sonderlich stark. Nur Lies und Betrug sind ihr Metier. Tötet die törichten Riesen und dann holt euch den Folterer. Das wird die größte Überraschung, die Lu und Frühlingsfels jemals erlebt haben. Ich bringe dieses arme Geschöpf derweil zu einem Gelehrten und versuche es von ihrem Bann zu befreien. Gut, die letzte Schlacht, ne? Ihr seid eine himmlische Gabe, Wolfskin. Auf, Held! Neue Glanztaten warten auf euch. Der Zwerg verbeugt sich anmutig vor euch und winkt. Es ist mir eine Ehre, euch zu kennen. Danke. Jetzt müssen wir mit Anton sprechen. Ja, gut, ich bin noch fein raus aus dem Schneider. Ach Gott, wie geht das nochmal? Ich mache einfach mal so. Verzeiht, Anton, bitte, humanoide Kreatur. Der hat zwischendurch einen Sprachkurs gemacht, um mit etwas gebeteter Wort zu kommen. Aber er hatte große Angst vor Riesen und verabscheut Wasser. Was für ein Leben. Eieiei. Ihr müsst voran auf mich verzichten. Nehmt aber das dir als Glücksbringer mit, mein Herr. Es ist ein alter Zeh von mir, welcher abgefallen ist. Man sagt, Zehen von Steingolems bringen unsägliches Glück. Steckt ihn euch daher in die Tasche und ihr seid beschützt. Wir sehen uns bald wieder, falls ihr schöne Steine findet. Bringt mir bitte ein oder zwei mit. Kieselkrokette, ich danke dir. Kieselkrokette. Aber pack den großen Onkel bitte in eine luftdichte Tüte, ja. Gut. Kieselkrokette. Sehr schön. Der Herr Ockbrox macht hier auf jeden Fall ein admirable job. Admirable job. Ein Job. Ich glaube, wir müssen hier unten lang. Da um die Ecke. Ah ja, hier. Oder? Da, guck mal hier.
Leroy und Santino. Der eine heißt Santiago und der andere? Leroy. Echt Leroy Jenkins oder was? Nee, nur Leroy. Achso. Nein, ich bin runtergefallen. Vielleicht war es auf Französisch, der hieß Leroy. Leroy, ja, auf jeden Fall hieß der Leroy. So, gut. Und jetzt haben wir hier nochmal irgendwas zum Untersuchen. Die Bank. In Frühlingsfels mag man es anscheinend gemütlich. Hier steht ein kleines Gefäß, in welchem Weihrauch angezündet werden kann. Schade nur, dass die Bank nicht auf den Wasserfall gerichtet ist. Das wäre doch viel lohnender. Das Zeug anstecken und es sich kurz bequem machen. Ihr lehnt euch zurück und schöpft neue Kraft. Ein belebender Duft zieht euch in die Nase und erfrischende Tröpfchen des Wasserfalls prasseln auf eurer Haut. Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist hier ganz schön. So, jetzt, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt, wo ist der Eingang der Höhle? Ich würde sagen, da unten irgendwo, wa? Hier. Was ist das? Diese Steine sind eindeutig irgendwo heruntergekullert. Bestimmt hat der Drachen sie beim Klettern losgetreten. Es scheint, dass der Eingang zur geheimen Höhle auf der rechten Wasserfallseite ist. Klettert doch einfach mal hoch. Ihr glaubt sogar, einen Sockel zu sehen. Gut, hier ist nichts mehr drin. Na, dann müssen wir mal hier hoch. Huppa! Irgendwie müssen wir hier... Da! Ich hab's... hier oben ist noch irgendwas, was leuchtet. Versteckter Sockel zum Integrieren des Totenkopfschlüssels F drücken. Machen wir. Ach nein. Betrete den Geheimgang. Die feuchte Höhle. Natürlich ist es eine feuchte Höhle. So, Pitch, Patsch, Wasserfall. Ja, mit den etwa 60 bis 70 Minuten sind wir jetzt schon dabei. Das wird interessant. Wie lange das jetzt noch geht. Also mit Vorlesen zum Beispiel zusammen ist es dann doch länger, als er angegeben hat. Wahrscheinlich ist man, wenn man selbst irgendwie liest und nicht vorlesen muss und sowas, ein bisschen schneller. Das weiß ich nicht. Ja, aber das macht dann auch mal halb so viel Spaß. Natürlich, ja. Ist ja schon alles tot. Mensch, das geht ja schnell. Und ich bin auch runtergefallen. Ich schaue, was passiert, wenn ich Release mache. Mach mal. Weil wiederbeleben kann ich dich nicht. Das ist natürlich fies, Herr Ockbrox, hier so, dass man runterfallen kann. Ich habe jetzt hier eine Injury, eine Verletzung. Bestimmt voll schlimm. Ah ja, aber du hast wahrscheinlich noch so ein Zeug, mit dem du das wegmachen kannst. In deinem Stimmt. Inventar. Das dürfen wir noch nicht benutzt haben, nehme ich mir stark an. So, ich hole uns mal ein bisschen Ärger ran hier. Ich beseitige den Ärger, bevor ich ihn ranhole. Besser ist das. Hier hinten ist dicht. Ja, ich weiß, man... Liebe Zuschauer, ich weiß, es gibt hier so ein blinkendes Licht auf dem Boden, aber ich bin trotzdem jemand, der gerne mal guckt. Entschuldigung. Was ist denn hier? Ein Höhlenbär. Ja, und vor allem was zum Interagieren. Toter Höllenmagnat. Der ist für mich außer Sicht jetzt. Dieser riesige... Oh, ja, bitte. Ja. So, ja. Hopp. Lies. Nico. Rolli! Dieser riesige Teufel besitzt eigentümliche Brandwunden und hat sich anscheinend mit letzter Kraft hierher geschleppt. Das können keine Höhlenbären gewesen sein. Was? Ich habe gar nichts gehört. Ich habe von dir gerade gar nichts gehört. Nein, gar nichts. Da sieht man, wie gut du zuhörst. Echt. Ich glaube, das liegt in deinem tollen Headset. Das können keine Höhlenbären gewesen sein. Auch nicht die kleineren Teufel. Euch überkommt ein unangenehmes Gefühl. Vielleicht finden wir den Grund für seinen Tod. Bei Graptas Hammer. Du wirst gerecht werden. Hier ist ein neues... Charakter, sag mal. Hier ist ein neues Lager und hier steht auch einer rum. Oh. Schlafender Oger. Oh. Der Oger pennt wie ein Felsen. Willst du den ansprechen? Ja. Schlaf gut, Digga.
Ihr meint, ein leichtes Schmunzeln erkennen zu können. Sehr schön. Okay, kann ich noch was anderes mit dem? Hier, kitzel ihn mal. Ich kitzel. Er kichert leise und fängt an zu zucken. Ein schwerer Gegenstand, welcher an seinem Gürtel befestigt war, fällt zu Boden. Es scheint sich um eine Art alte zwergische Axt zu handeln. Cool. Hier liegt wirklich was. Ach, du nimmst ihn jetzt schon auf, wenn du hast mir im Weg gestanden. Ich werde ihn jetzt nochmal Dreckspatz nennen. Er rührt sich nicht. Seid bloß ruhig, sonst setzt es was. Der Koloss erwidert nichts. Ich bin der Größte, selbst Ogre fürchten mich. Naja. Ich glaube, mein Halborg leidet an Selbstüberschätzung. Mithin eine tödliche Krankheit übrigens. Selbstüberschätzung. Wo geht's hier lang, ohne dass man stirbt? Gut, hier können wir nicht lang. Wir müssen irgendwie hier so ein bisschen jump'n'runnig rüber. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Oh, wir haben da drüben Minil-Urgestein und noch so einen anderen Sport. Sportsfreund. Grindor Zwergentrost. Zack, da bin ich auf ihn raufgehüpft. So. Das waren zwei Feuerriesen, ne? Golems. Feuer-Golems, ja, gut. So! Ohne Zweifel, dies hier war einmal ein Ort, welcher von Zwergen beheimatet wurde. Euch kommt es vor, als ob eine tiefe Traurigkeit in der Luft hängt. Durch die Lücken der Trümmer dringen melancholische Gesänge, die man kaum wahrnehmen kann. Ich hasse Zwerge. Auf die Zwergenrelikte spucken. Ein zorniges Grollen brodelt. Aber wie es brodelt. Danach wird es wieder stehen. Gut, jetzt, mein Highbock ist natürlich nicht so nett. Aber man könnte auch für den beten. Willst du mal beten? Ja, natürlich, ich bin Priester, das ist mein Job. Wärme durchfährt euren Körper und Dankbarkeit sprudelt durch euren Geist. Ihr glaubt, etwas hinter euch erscheinen zu sehen. Ach nee, Wilbur Götterfaust. Ja, den mache ich dann, wa? Gut. Na, Tavarisch, dies ist erst der Anfang für euch, Yasra. Die außergewöhnlichen Zwerge warten bereits. Sie sind gegen jede Tradition. Wieso klingt der Russe wie ein Niederländer? Scheißegal. Doch ihre Bedeutung ist gravierend. Damals hätte ihr sie verspottet. Doch als Geister kennen ihr ihren außerordentlichen Wert. Sagt Bondo Erzand, dass Wilbo Götterfaust ihm die Weihe erteilt. Nun, geht es, ist noch viel zu tun. Ihr sprecht ein Rätsel, werter Geist. Doch sagt, könnt ihr etwas mit dieser Axt anfangen? Der Grünlingsschreck, ihr habt ihn wiedergefunden. Dies ist meine Waffe und an meiner Seite soll sie durch die Ewigkeit reisen. Mein Liebling, er ist wieder da. Hab Dank, doch nun macht euch auf. Von welchen Zwergen habt ihr gesprochen? Der Geist sagt nichts mehr. Bing! So besser, so ist nämlich ein blöder Zwerg. Ich mag Zwerge nicht. Grummel, grummel, grummel. So, kämpft euch durch und sucht weiter nach Hinweisen. Na, dann werden wir mal hier hinten. Können wir uns hier irgendwo. Wo geht's denn hier? Hier geht's nirgendwo weiter. Und nu? Wo geht's lang? Hier hoch. What the fuck? Ich hab vorhin an so einem kleinen Mini-Ding hängen geblieben oder so. War das hier richtig? Ich weiß es nicht. Ich bin hier auf jeden Fall. Ja, hier ist wieder ein leuchtender Pfad. Also du kannst da an der Seite irgendwo runterspringen. Ja, ich leuchte mal ein bisschen. Ich bin hier. Ja. Du bist hinter mir. Ich bin schon weiter vorne. Und da ist auch wieder jemand, der redet. Schon wieder ein Charakter. Also das ist jedenfalls nichts für Leute mit wenig Geduld. So, ich stehe fest. Pondo Erzhand sitzt hier rum. Was nehme ich denn für eine Stimme? Grosser Amer. Also, den Franzosen wollte ich auch gerade machen. Ah, sehr schön, dann passt es ja. Ja, ich mache den Franzosen und du machst bitte die Dialoge. Oh, was für ein Grosser Amer. Jo, sei gegrüßt, ne? Wie habt es ihr an den riesigen Golems der alten Zwergenschmiede vorbeigeschafft? Jo, ich bin eigentlich vorbeigerannt, ne? Das hätte ich an eurer Stelle ebenso getan.
Diese Kreaturen können ganze Stallträger mit bloßen Händen zum Schmelzen bringen. In ihnen wirkt antiker Zwergenzauber Reisender. Diese alle ihr ist sehr alt. Für mich ist dies ein heiliger Ort. Mein Vater schmiedete hier meine erste Axt, welche ich immer noch mit eiserner Hand zwinge. Nein, ich will in den Spanier rüber, das ist nicht gut. Mit eiserner Hand schwinge. Die Kraft unserer Ahnen ist ihr stark. Zwergennasen können den Geruch der alten Zeit wahrnehmen. Meine Kristalle können diese Macht kanalisieren. Und wenn ich vor ihnen meditiere, erlange ich Frische und Weisheit für die kommenden Schlachten. Ihr scheint auf einer sehr dringenden Mission zu sein. Niemand läuft so mutig an Gindor und Minli vorbei. Was führt euch durch diese Ruinen? Jo. Sorry, und kann ich euch überhaupt trauen, ne? Der Zwerg lacht herzlich. Ich bin Pondo Erzahnt. Ihr habt noch nie von mir gehört. Tausende Grünäuter wurden durch meine Axt zerschnitten und zertrümmert. Grünäuter, ja. Ja, nu. Wenn ihr jemanden trauen könnt, dann mir. Kampfkleriker haben einen Hang zur Ehrlichkeit und Heiligkeit. Eiligkeit, so. Zur Ehrlichkeit und Eiligkeit. Zumindest die meiste Zeit. Ihr seid mitgenommen aus. Setzt euch doch bitte und ich eile eure Wunden, während ihr mir eure Geschichte erzählt. Aber hier steht wirklich Gesichter. Erzählt. Keine Widerworte, sonst kränkt ihr mich. Ihr berichtet von euren Abenteuern in Frühlingsfels und eurer momentanen Suche. Pondo legt seine warmen Hände auf eure schmerzenden Wunden und sie verschwinden wie durch pure Magie. Einige Zeit vergeht. Ihr fühlt euch nun erfrischt und bereit zu neuen Taten. Ich habe eine gute und eine schlechte Neuigkeit für euch. Die gute ist, ich kenne den Folterer, von dem ihr sprecht, und weiß, wie ihr ihn findet. Es würde dieser Welt gut tun, sie von diesem Individuum zu erlösen. Deswegen werde ich euch gern zum Aufenthaltsort geleiten. Die schlechte Nachricht ist, dass es viele Minuten in Anspruch nimmt. Der Drachling, von dem ihr gesprochen habt, hat einen enormen Weg auf sich genommen, um die Kräuter zu suchen. Ich denke, ich weiß, um welches Allmittel es sich handelt. Es gibt nur 4 Orte, wo diese seltene Pflanze wächst. Wenn ihr euch beeilt, dann wird der Folterer immer noch krank und geschwächt sein. Ihn in das Jenseits zu geleiten, wird dann umso einfacher für euch von der Schneide gehen. Nun, wir werden viele Meter zu Fuß gehen müssen. Dann warten draußen meine 2 Fluchtdrachen auf uns. Sie werden dieses lästige Kriechen durch Erdlöcher ersparen und euch direkt vor der Austüre des Ungetüms absetzen. Ja. Hier durch, wa? Jo, ich habe immer noch keinen Honig gefunden, fällt mir dabei auf. Das stimmt. Aber ich sag mal, Crappity Smack, ja, da hat mal jemand echt richtig viel Arbeit reingefatzt. Was ist denn das für ein Wort, reingefatzt? Naja, ich hab, ist auf jeden Fall jetzt ein Wort, was ich erfunden habe, reingefatzt. Ich werde das von jetzt an häufiger benutzen. Danke, Obox, für diese Inspiration, reingefatzt. Ockbox. Ockbox, oh, was habe ich gesagt, Obox? Ja. Wie auch immer, also danke, Broxy. So, da sind auch schon 2 Drachen, Joromir und Pondus Liebling. ich glaube auch, ich werde diese Folge in mehrere teilen müssen, weil das ist einfach sonst zu lang. Ja, mindestens. Ja. Also, ja. Ihr sagt, ihr macht jetzt keinen Sinn, aber ihr wollt diese alleine erledigen? Nun gut, ich studiere so lange einige metaphysische Kampfpraktiken. Passt gut auf euch auf und sobald ihr das Gewölbe betretet, wird es nur so von kleinen Anlangern des Okkultisten wimmeln. Vielleicht ist es teilweise angebracht, die Viecher abzulenken, damit ihr unnötigen Konfrontationen aus dem Weg geht. Man sollte nie die Weisheit durch stumpfe Gewalt ablösen. Na, irgendwie entgleitet mir der Franzose. Viel Glück. Ich warte hier auf euch. Wenn ihr fertig seid, fliege ich euch direkt zu dem Anwesen der Oberstübchen. Mögen die Ahnen euch beschützen. So, dann hauen wir den jetzt mal auf die Fresse, ne? Okay, hier ist unsichtbare Mauer. Nee, doch nicht. Jetzt geht's. La 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 la. Was ist das? Press F to teleport. Aber wollen wir wirklich schon teleportieren? Ich bin auf jeden Fall jetzt. Und wo bist du jetzt hin? Woanders. Okay. Weil hier hinten sind auf jeden Fall noch Monster, wenn ich das richtig sehe. Kannst du zurückkommen? Dann teleportiere ich mal zurück. Cool. Ja.
Der ist wieder der Wolfskin. Der graue Todolf steht hier nämlich zum Beispiel. Ja, schade, ist ein Riese oder so. Oder ein Oger. Und da steht eine verängstigte Wache und noch mehr. Ja, Mami, ich räume Blutschreiben, Pool, bla bla. Danke für die Hilfe zum Verneigen von den Riesen F-Drücken. Verneigen wir uns. Hey, holt euch diese verdammten Folterer. Ich lenke die hiesigen Wächter ab. Ah ja. Was auch immer, woher auch immer das kommt. Da geht's weiter. Dieser Teleport ist jetzt die Frage, wo führt der hin? Ich weiß es nicht. Ich denke, wir gehen hier erstmal zum Folterer rein. Genau. Na gut, das ist natürlich jetzt deutlich länger in Anspruch, als ich dachte, ne? Jo. Wir werden sich leider eine nachfolgende Sendung um einige Minuten verspäten. Na, zum Glück machst du kein Live-Zeug. Dann hätte ich jetzt hier abgebrochen. Aber nein, die Combo-Helden haben noch keinen Livestream. Könnte sich aber noch ändern. Der Crossheller. Oh ja. Cool, der heißt Chuck. Kommandeur Drangar, ne? Dringend. Drangar dringend tot. Und ein Lagerfeuer. Juhu. Oha, da sind aber einige. Aber die reagieren gar nicht. Die scheint friedlich zu sein. So. Press F to interact. Ach ja. Der Gang, welchen ihr gerne betreten möchtet, ist versperrt von Dutzenden von Gegnern, welche zum Glück abgelenkt erscheinen. Ihr erinnert euch, was Pound Erz an euch geraten hat und beschließt, einen anderen Weg zu suchen oder die Meute abzulenken. Entweder gibt es hier einen Weg oder hier bei den Zelten vielleicht irgendwas anderes noch, was man machen kann. Sieht nicht so aus, als wenn es noch irgendwas gibt. Nö. Also ja, dafür mobben wir doch mal wieder jemanden, ne? Oder umgehen. Auf für Nüsse! So, was haben wir noch hier? Eine Mauer. Ach, hier hinten sind auch noch Leute. Schweine! Und hier ist vor allem... Oh, da ist irgendwas auf dem Boden. Ihr seid euch nicht sicher, aber an diesem abscheulichen Platz Menschen oder Schweine geschlachtet werden. Das Blut sieht frisch aus. Mhm. Aber hier sind auf jeden Fall ein paar Schweinchen und... Ich kann hier lang rennen. Ein verrückter Elf steht hier rum. Leonard Schattenheim, ein verrückter Waldläufer. Oh, noch mehrere Leute, okay. Fangen wir mit dem Schattenheim an. Ja, alles klar. Leonard Schattenheim. Ich werde jeden Moment sterben. Kümmert euch nicht um mich. Tötet einfach nur diesen geisteskranken Folterer. Der Gefangene verkrampft und hustet Blut. Jo, dann sag mal bitte, wie ich die ganzen Wachen ablegen soll.